Also das müsste ich vielleicht auch. Mein Charakter, die leben schon 3 Tage. Ja, dann lass echt mal zu sein. Die sagt, eine Stunde ist dann falsch. Ja, also. Die letzte Stunde, ne? Ja, André. Was? Da ist Moment. Hier gibt's gleich eine Sonnenbrille für mich. Ja, Mann. Du weißt doch. Damit musst du jetzt hier nochmal posen. Sunglasses at night. Jetzt pause mal ein bisschen hier. Jetzt will ich. Ey, Leo, Leo, bitte nicht so Sachen singen. Nachher claimt YouTube mein Video. Dann muss ich das wieder einrichten, dass das eine Coverversion ist und so. Ja. Professionell. Ja, ja. Ich geh schon mal auf die andere Seite hier, ne? Ich hab grad die Sing übrigens. Die steht bei mir alle noch, aber wie sieht super nice aus. Man screenshot. Wie Schrödinger ja. Und André so richtig abgesichert haben, dieses Haus, das sah so cool aus. Ja, irgendwann hast du es halt. Hast du noch was halt? Ich bin nämlich gerade neben dir. Also du läufst schon mit uns mit gerade. Mit dem Rotpunkt hat es. In die Bar will ich mal kurz. Also ich hätte ja auch Magazine, du müsstest nur eine M4 finden. Das ist leichter gesagt als getan. Magazine und Munition habe ich nie. Ja, ich hatte heute im Verlauf des Tages schon mal eine und dann sind wir wieder gejoint und dann wurde ich umgehauen. Ich bin mal gerade hier in der Bar, André, du wurdest verprügelt von 2 Leuten. Ja. Im Balota, und, ja. Schon mit Fäusten, oder? Ja, ja. Also richtig, wie es sich gehört. Auf der Straße einfach. Ich habe auch direkt mal ein First Aid Kit gefunden. Vor der Apokalypse war das hier mal ein sicheres Dörfchen. Jetzt verprügelt. Ich bin auch auf der Straße, auf einer Kreuzung. Ja, ich laufe gerade auch so die Straße einem hinterher. Am Blockierer sein? Ja, genau. Ah, okay, bei der T-Kreuzung, genau. Seid ihr denn? Ich schau mal in dieses rote Haus da. Also grün-rote. Bleibst du hier an der T-Kreuzung, oder? Ja. Okay, dann bin ich vielleicht wieder da. Schau da nur rein. Wir sind, wo sind wir genau? Wir sind in Staroje. Ja. Ich hab auch noch Winter Hunter Pants gefunden. Was ist besser, Winter oder Spring Hunter Pants? Ich glaube Spring, weil die Winter Hunter, die sind noch besser. Ich würde das anziehen, was mir einfach taugt, vom Style her. So, ich komme jetzt auf die Straße. Seid ihr? Und eine Propangasmose. Brauchen wir sowas? Noch nicht. Oh, was zu trinken. Ach, da. Okay. Wo wollen wir jetzt überhaupt hin? Richtung Celeno. Nee, dann lass direkt nach Celeno gehen, da gibt's mehr, also fast das gleiche und besser. Ja, pö. So. Freu ich mich auch. Also nennt mich mal bitte den Essensgott. Ich hab noch. Oh, einen Kochtopf gefunden. Ja, und aber noch, der funktioniert noch nicht. Und noch 3-mal essen. Nice. Sehr gut. Und einmal. Der kommt ja gerade durch den Garten geschlichen. Ja, was soll ich denn? Da kommt noch einer. Bin ich wahrscheinlich. Okay. Da fehlt doch noch einer, oder? So. Der ohne Helm fehlt. Ja, der ohne Helm. Ah, da kommt er. Leo. Der unbehelmte. Den Helmlosen. So, wenn wir jetzt hierher gehen, kommen wir auf das Straßenbild. Entschuldigt bitte. Auf, der echte Name lautet Captain Cool. Yeah. Also doch der Helmlose. Helm, aber nicht hirnlos. wo laufen wir jetzt? Wollen wir jetzt eigentlich hin? Nur so. Sagt der Job. Ja, Richtung nach Celeno. Der waffenlose Johnny. Pö einsam. Warte, was folgst du mir eigentlich? Ey, Frodo, wo gehen wir eigentlich hin? Ich bin Alkoholiker. Also, wir gehen jetzt schnell nach Westen, ne? Ah ja. Ich check noch kurz das Haus ab. Ich rieche das Haus da rechts. Sieht auch so geil aus. Mit. Ah, hier ist doch eine Mission von der Kampagne gewesen. Genau. Ja. Wir waren auch heute schon mal. Oh, siehst du jetzt schon. Ey, Jungs, wisst ihr, das ist euer Problem. Ihr rennt in diesem Haus vorbei, was ist drin, was zu essen? So, wir haben doch jetzt Essen aus deinem Rucksack genommen, während du gefesselt warst. Ja, aber warum, weißt du, ich hab schon wieder mehr Essen gefunden, als ihr rausgenommen habt. Macht ja nichts, also. Willst du noch Motorradhelm haben hier in dem Bauernhof liegen welche? Echt? Nee, ich hasse diese Dinger. Hab ich ja noch nie gefunden. Ja, das waren mittlerweile 3 Essenhilfe-Kits. Und die Defi und die Schiene, also.
Wenn irgendeiner ein WWchen hat, sag Bescheid, ich kümmere mich drum. André ist der Sniper-Medic. Ja. Motorradhelm und Gasmaske geht halt, glaube ich, nicht so gut. Doch, das geht. Geht aber. Geht nicht. Geht. Sieht zwar bescheiden aus, aber geht, ja. Ja, deswegen. Da sehe ich lieber gut aus. Will eine hübsche Leiche sein. Schon. Lass darüber noch gar nicht nachdenken. Noch sind wir nicht tot. Wollen wir uns östlich von... Oh, hier ist jetzt schön hell. Also der Mond, der macht schon eigentlich ordentlich Licht. Wollen wir uns östlich von Celeno treffen? Du kommst... Weißt du, wie wir laufen müssen, um nach Celeno zu kommen? Weit. In 6 Kilometer oder mehr. Wo bist du denn gespawnt? Das Pö ist, ja, bei der Mini-Base, bei Kamenka. Ja, das ist nicht so weit bis nach Celeno. Da brauchst du circa 5 Minuten Miau. Und wir brauchen sind wir weit. Oh Gott! Ja, für uns ist es ultra weit. Aber das ist gerade eine nice Kolonne hier. Ja, was? Du musst wieder aus der Reihe tanzen. Hier der polnische Einbrecher mit der schwarzen Maske, schwarzen auf dem Kopf. Das, der muss ja schnell sein. Hi. Ja, genau, das ist unser Lüter. Wir beschützen ihn und er rennt rein und sagt, er ist friendly und klaut den Leuten alles. Der Leo kriegt seinen Rucksack voll mit Handschellen gepackt. Der macht seine Quick Lounge voll mit Handschellen. Ey, du hörst nur klack, 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 klack. Ich bin Turtelkohle. Also bist du quasi genetisch veranlagt, der Kleptomane. Nicht genetisch veranlagt, aber genetisch begabt. Genetisch begabt. Geil. Also ich weiß gar nicht, was das bedeuten könnte. Vielleicht. Kleptomanisch? Weißt du nicht? Achso, doch. Ja. Der gelebte Fünf-Finger-Rabatt. Ist ja schon ein bisschen dunkel hier. Ja, wir laufen auch schon wieder ein bisschen nach Norden, wenn ich das richtig sehe. Ey, also, André macht gerade bei dir voll die harten mit seinem Kompass. Sieht richtig lässig aus. Wartet mal, ich laufe vor euch am Kompass und dann rum müssen wir. Ich laufe nach Westen. Nach Westen müssen wir. Wir laufen stark nach Westen. Wir laufen heute den ganzen Tag schon nicht dahin, wo wir hinwollen. Wir laufen. Ja, wenn wir immer irgendwen einsammeln. Nee, weil wir anderen vom Weg abkommen, weil, oh, guck mal da, oder hier Waldrand, da muss man lang. So ein Gruppenfoto. Ja, genau, Gruppenfoto hier hinten, dreimal gedreht und schon wissen wir nicht mehr, wo wir hin müssen. Oder, oh, guck mal, Baum, oh, guck mal, noch ein Baum. Guck mal, die ganzen Bäume hier. Da haben wir schon, dafür ein paar schöne Ecken. Ja. Was bist du denn da? Oh. Ja, ey, die Designer-Sonnenbrille steht dir echt. Unter der Gasmaske. Weil es das vorgezogene Weihnachtsgeschenk. Also, ich habe meine Sonnenbrille auch unter der Gasmaske an. Ja, ja, ich habe sie ausgezogen, weil ich mir dachte, bei mir sieht dann man das ja nicht, wenn ich die Brille auf habe eigentlich. Und bei ihm sieht man es. Ja, Leo, wir müssen halt zusammenhalten. Ja, es ist halt, wenn ich snipe, dann sowas. Oh, yeah. Also, oh, no way. No, he didn't. Yes, he did. Hä? Was geht jetzt? Hä? Das ist so der typische dicke weiblicher schwarzen Talkshow-Spruch. Okay. No, he didn't. Yes, he did. Und dann schnippen sie so mit ihren Fingern oder wackeln sie mit den Fingern hin und her und haben die Hüfte haben die Hände an der Hüfte so. No, he didn't. Lauf gerade nach Süden, ne? Oh, hell no! Ey, es hat ja nicht mal 100 Meter gehalten. Lauf doch einfach mit mir hinterher und nicht dem ich weiß nicht, wer von denen du da bist. Ich bin der Einzige mit der Sniper in der Hand. Ja, hier ist der André. Hier, Kolonne ist wieder am Start, lauf weiter. Lauf doch. Warum kannst du nicht laufen? So. Ziemlich steil hier irgendwie, oder? Du kannst schon einfach runterrennen. Wir machen eine Polonaise! Wenn ihr 100 Meter weiter noch immer durch den Wald laufen, würde es nicht. Wir laufen jetzt alle in einer Reihe. Schau nur auf den Helm von André. Oh Mann, ey. Autsch. Beine gebrochen.
Gut, dass ich immer hinten das wäre so nice, Sitz. Würden wir plötzlich eine Taschenlampe sehen. Oh, da war plötzlich ein Licht. Sitz. Nee, wo? Links von uns ist irgendwie kurz ein Licht aufgeblitzt. Ist dir Licht aufgegangen? Vielleicht mit linken Textur oder so. Ja, wahrscheinlich. Nee, da hinten. Irgendwas. Da hinten ist ein Licht. Nein, ja, das, nee, das ist, das ist ein Haus, eine Hütte oder sowas. Oh, Hütten haben kein Licht. Das reflektiert. Stimmt, das ist einfach nur hell, das Mondlicht. Aber ich wollte gerade sagen, wenn wir hier durch die... wir gehen das jetzt nicht auschecken, wir wollen nach Westen. Plötzlich hört einer über Direct-Chat, bleib sofort stehen, Hände hoch. Er macht Hände hoch, fünf Leute kommen aus dem Nichts angelaufen. Und dann komm ich mit den Handschellen. Ja. Und dann aber bitte, dann bitte so ein... Schlüssel mehr haben. Oh, sorry, und dann mach ich so einen Spruch wie... Frage, Leute. Ich hab das geschafft, solange es überlebt. Keine Ahnung, Pö. Pur Gruppenstärke. Gruppenstärke. Ja, Lukas, weißt du, dann lege ich ihm die Handschellen an, mach dann noch so einen Spruch wie: Jetzt ist deine Nacht- und Nebelaktion vorbei, und dann nehme ich die Sonnenbrille ab und dann so ein. Yeah! Wir sind schon wieder falsch gelaufen. Ich laufe nur hinterher. Ist alles gut. Ja, mach ich jetzt auch. Marschieren, jetzt laufen wir mal ganz normal. Und laufen wir irgendwo in einem Kreis. Port hinaus, ja? Auch genau. Ja, okay. Also Konzentrat. Konzentrat. Leo, bleib mal hier hinten. Ohne Scheiß, Achre wäre hier super mit Entfernung von der Stimme und so. Wir haben keine Funkgeräte. Nein, ohne Funkgeräte. Ist ja nur normal mit der Stimme, wenn es in der Nähe ist. Okay. Achso, ich jetzt mit Lukas ein. Und dann müsste man sich halt wirklich gegenseitig erkennen, wenn man sagt, ihr zwei geht's jetzt vor und säubert's das. Oder wir schauen, dass da keiner da kommt. Ja, Lukas und ich kippen hier hinten eigentlich nur. Ja, schon. Das sind die Rauchschwaden, meinst du, oder? Da, was glaubst du, warum wir eine Gasmaske auf haben? Sag mal, es drin und kommt nicht wieder raus. Respekt oder was? Return to Formation. Return to Formation. Return to Niveau. Where are you? Repeat position. No can do. Ja, genau. Ey, jetzt beruhig dich mal wieder. Nope. Der Ton ist hier gerade so. Ich schreibe durch den Wald zum Laufen und scheiße. Das ist wegen dem scheiß Hügel hier. Das konnte man bei Mods beim DayZ-Mod nicht mehr machen, aber mittlerweile kommt es echt so wie so eine Waldwanderung. Boah, ich bin jetzt bockig. Ich bleib jetzt hier sitzen. Ja, ich hab auch keine Lust mehr. Hey Leo. Ich hab gerade für eine Runde, für einen Historical Battle, 160.000 Credits bekommen. Alter, Valley, wie das denn? Wie hast du das denn gemacht? Ich hab 4 Abschüsse gehabt und 4 Bodenziele zerstört. Bisschen was Russen, hast du denn für Bodenziele zerstört? Städte? Städte. Spitz Russen, oder? Ich? Ja. Nee, Japaner. Okay. Mit dem Ki-45 oder was? Nee, mit der A6M5. Ja, die ist auch krass. Die Nachhut ist irgendwie angenehm hier. Leo, lass mich hier nicht alleine. Komm, die hören Hi. Uns. Ja, Lukas, wir hören Hallo. Euch. High five. Hallo. Check. Oh komm, halt, streck den Arm aus. Beug dich nach vorne. Warte mal, wir versuchen mal was. Jungs, kommt ihr noch mit, oder? Also ich lauf schon noch mit. Ich glaub, André auch, ja. Ja, und das bin ich hinter euch beiden und die anderen beiden. Achso, André ist vorne, oder wie? Ja. Lukas, siehst du die noch? Haha. Hat man eine Handgranate? Oh Mann, ey. Warum habe ich das Ducktape weggeschmissen? Gell, warum habe ich die Handschellen losgemacht? Leo? Hast du vorhin jetzt ein bisschen Walking Dead gezockt? Nee. Okay. Ich bin jetzt auch da. Oh Mann, ey. Guck mal grad, wo du bist. Ente. Ganz. André, was? Ich hab gerade das dringend. Vielleicht bricht sich jemand die Beine, bis jemand heult. Hat mal bitte Ruhe. Danke. So, sag du noch mal bitte. Pö ist ja auch noch unten am Strand. Also, ja, nimmst weg, du das gerade alles auf, Kero? Ja. Ja, nice. Meine Herren. Doch schon seit 10 Minuten. Schon den ganzen Tag, oder? Vielleicht könnt ihr zwei euch. Ja. Guck mal, wo du bist, Daniel. Geilo. Oh, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ich gehe gerade an den Bahngleisen auf der Tankstelle zu. Bahngleisen, Tankstelle.
glaube Richtung Norden. Also laufe ich hier dem richtigen hinterher. Oh, nicht, dass der jetzt irgendwo bei Branzino ist, ne? Nee, also nee. Wir sind zu dritt jetzt hier irgendwie. Nee, nee, ist doch noch welche hinter dir. Der Klaupolo kommt auch schon angelaufen. Ah ja. Also ganz unauffällig. Stelle. Uff. Jetzt bräuchte ich ein Bajonett. Jedes Mal, wenn so Scheiße macht, kann man so von hinten pieksen. Das ein Bajonett kann man noch nicht benutzen. Leider. Ach so, als Messer halt, ja. Also hinten vorne auf die Waffe draufstecken und den. Geht nicht. Ich hab das Bajonett schon. Ist noch nicht implementiert, dass das da was bringt bei der Waffe. Auf einem 4 kann man es nicht drauf machen, aber ich wusste nicht, auf welche man drauf war. Also ich hab das Bajonett für die M4 gefunden und dagegen. Das ist ja genauso wie mit der Weapon Flashlight, die kann man ja auch noch nicht anbringen. Ja. Doch bestimmt dann die Pistole. Ja. Vielleicht musst du auch nur was. Da gibt's wahrscheinlich verschiedene Handgrips dann für die M4 noch. Ach so, ja, gut. Ja, kann oh shit! Wow. Oh nee. Fuck! Wer war das jetzt? Nee, ich meine, wer ist jetzt, wer liegt da jetzt? André! Spritz die mal hardcore hier Epinephrin. Ja, da steht you're dead. Versuch mal mit dem Defi noch zu machen. Shit, Mann, sorry. Alter. Wir haben noch einen Defi. Shit, Mann. Ein Schuss. Ja, ich bin voll leid. Nein, das ist schon gleich. Mann. Sorry, Mann. Ich geh mal in Ego-Sicht, dass das irgendwas. Oh nein. Oh Lukas. Nein. Ja, toll, wo sind wir? Am Arsch der Welt. Kacke, nein. Oh. Mann. Ich versuch so viel wie möglich von deinem Kram mitzunehmen. Ja, ich hab schnell eine Munitionskiste, wir können seine ganze Munition da einlagern, falls es sonst so viel Platz wegnimmt. Aber auch die ganzen, das Scope von ihm auf meine M4 draufpacken kann. Die ganzen Klamotten, da kriegen wir alles wieder runter. Der muss wieder hierher. Ey, wir hatten jetzt das... Ja, ich pack hier erstmal das ein, bevor der Server ja noch irgendwie crasht. Könnt ihr bitte mal die Waffe wieder zurückbringen? Oder beziehungsweise das Long-Range Scope runter machen? Ja, das kann ich dir hier verlassen. Lass es doch auf die Vision, lass uns doch den Sniper. Mann, ehrlich. Du kannst das Long Range Scope auf den 4-Power hier bauen. Ja, das würde ich wissen, ob das geht oder nicht. Nee, nee. Also ich meine nicht, was er gerade probiert. Ich krieg jetzt auch nicht das Ja, nimm dir die Sachen raus von ihm, was du brauchen kannst, der Rest ist dann halt. Ich warte gerade noch ein bisschen, ob ich spawnen kann. Ist schön. Okay, ich könnte jetzt Klamotten mitnehmen. Ja, warte mal noch. Die zieh ich mal an und nehme den Rest mit. Nicht zu überstürzen. Ja, ich warte noch auf spawnen. Oh Gott, das war der größte Fail. Ohne Scheiß. Das 3 Medkits am Start. Ja. Okay. Medkit braucht man, denn ich hab das ja auch. Das auch ist der Schwert. Der Sniper von hinten von dem Teammate getötet wird. Ja, und was hast du? Jemand muss die Gasmaske noch mitholen, auf jeden Fall. Die Gasmaske kann die bleiben. Also ich hab jetzt keinen. Ich hab jetzt null Platz. Ich nehm dir auch die Military. Ja, die Axt wäre vielleicht schon mal ganz gut. Aber warte mal, ich kann dir auf die Lampe den Dings. Ja, genau. Ich hab die an die Laterne jetzt die meine Gaspuddel rangemacht, die ich noch hatte. Die Axt nehme ich auch mit, okay? Ja. Erste Hilfe-Kit brauchen wir nicht, ich hab ja noch ein zweites. Rechte Maustaste oder zweimal Shift? Leertaste. Nee, Leertaste war doch das, oder? Mit der Kampfmodus? Nee, rechte Maustaste hatte ich schon noch. Oh, fuck. Und die Taschenlampe kann ich nie benutzen. F, also in der Hand nehmen zuerst. Da musst du über F musst du ja anschalten. Toll, die bringt ja viel, die leuchtet ja nur. Kannst du mal bitte das Base kannst du Was soll ich machen? Ja, mit dem Sniper jetzt mal bitte die
das schon. Die Scopes tauschen, die da drin sind. Ja, ist ja ein PU-Scope und ein Long-Range-Scope. Ich möchte das einfach mal ausprobieren. Ja, warte, ich leg das PU-Scope rein. Wenn ich nee, dann willst du lieber deine Brille, Handschuhe oder die Kopfbedeckung? Auch das andere Scope. Ja, da ist jetzt das PU-Scope drin, aber das ist halt kaputt. Nein, das andere Scope, was auf der Waffe drauf ist. Ja, das geht nicht, meinte André doch. Wie ist ja, das? Einfach mal aus der. Halt meint André, er genau. Was willst denn du eher? Deine Kopfbedeckung, deine Brille oder die Handschuhe? Hab ich dir gerade geschrieben? Nee, geht nicht. Na gut, ich pack's wieder zurück. Ich kann die Axt mitnehmen noch. Ja, das ist. Ich hab den Helm schon auf. Ach so, okay, alles klar. Ja, wenn jetzt noch jemand die Axt kriegt, doch nehmen. Rein, aber ich muss gerade ja, so okay. Umschichten und es ist schwer, da genug Platz irgendwie kommen. Vor allem, das Boots ist könnte ich hab raus den Schuss tun. Nicht gehört, ne? Doch, ich hab ihn gehört. Das wie viel Platz nimmt die Axt? Eine Kugel war das. Wie viel Platz nimmt die Axt? Ja, fünf übereinander. Sie, also das war ganz unglücklich getroffen, hey. Wahrscheinlich direkt Rückenmark erwischt oder so. Okay, ich hab die Axt schon dabei. Okay. Shit. Alter, ich weiß einfach nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ja, nix, ist ja schon okay. Jetzt müssen wir den zweiten abholen. Wir haben ja soweit alles. Achso, er ist noch nicht spawnt. Ich, solange da an der rumschlückt, spawn ich nicht. Ich nehme gerade echt so viel mit, wie es geht. Und schichte, mein Inventar ist zu 100% voll. Mhm. Ja, das ist halt blöd, dass wir die ganzen Klamotten mitnehmen können von ihm. Die Hose und so. Ja, okay. Vier Plätze braucht man für so ein Teil. Das würde schon gehen. Naja, besser so, wie dass das Sniper jetzt gleich komplett verloren wäre. Ja. Mit einem neuen Killer schon, naja. Aber die Sniper, die ist schon echt böse. Viel Spaß damit, Leo. Ja, du weißt, ich bin ein guter Scharfschütze. Naja, mach mit dem Ding noch das Laube. Das ist auch noch ein kleiner Rucksack okay. Oder was? So, ich halte jetzt mal die Waffe besser. Ja, du könntest im Prinzip ja jetzt dann neu spawnen, oder? Wenn ihr fertig seid. Sieht gut aus. Ja, ne? Ich hab echt das meiste mitgenommen. Ja, Feuerarzt hab ich jetzt dabei. Gut, dann spawn ich jetzt mal neu. Die Medikits haben wir auch die meisten mit, oder? Are you sure you would like to respawn this will kill your current character? Vielleicht bist du doch noch tot. Nimm mal den Defibrillator in die Hand und versuch's mal. Das haben wir doch schon ausprobiert, das geht nicht. So. Und wenn wir ihm erst Epinephrin geben? Nein, pass mal auf, wenn da steht Leiche looten. Was? Leiche verbergen, wenn du auf ihn scrollst, kannst du sagen Leiche verstecken, also vielleicht. Ich könnte das Epinephrin in Check machen. Wartet mal bitte ganz kurz, ganz hast kurz. Hast du eine Batterie in den Defi gepackt? Nein. Du musst eine Batterie in den Defi packen. In meinem war eine Batterie drin. Ja, dann hol mal hier Cloud Polo, aber da steht Leiche verbergen im Mausrad-Menü. Ja, wer weiß, Beta, Alpha und so. Los nicht jetzt. Ja gut, lass abwarten, wir haben Zeit. Ja. Los nicht jetzt was Dummes tun. Alter, wenn der jetzt wieder aufsteht, lache ich mich kaputt. Jetzt ist irgendwas mit ihm passiert. Ja, ich habe seine Hose noch mitgenommen. Ja. Oh Mann. Jetzt hast du keine Hose, keine Beine mehr. Ja, das kommt gleich. Ja, hier, dann wer hat denn den Diffi von ihm eingesteckt? Ich nicht, ich glaube. Ja, dann ran an die Hände damit mal. Und. Hast du eine Batterie? Nein, da ist eine drin, der hat gesagt, okay. Er hat in seine einen reingepackt. Ja. Keine Ahnung. Und dann zu ihm hingehen. Geht's mal alle weg? Weg vom Tisch! Könnte ihm auch Epinephrin verpassen, stand gerade dran. Echt? Ja, vielleicht erst Epinephrin und dann. Was sagt der? Ja, das ist erschossen oder was? Dann hol die Batterie raus und mach's mit dem anderen. Oh Gott!
Man hat mich halbiert! Man hat mich halbiert! Wer hat denn die Batterie jetzt? Der Zombie. Hi! Das ist deine Hose wieder da. Lukas! Hallo! Dann kann man die Batterie nicht rausnehmen. Doch, doch, doch. Mach mal Rechtsklick und dann ist da ein von diesen schwarzen Feldern. Das ist irgendwie. Nein, da ist nur Turn on und Inspect, sonst nichts. Ach, scheiße. Der müsste. Hat der keiner von euch mit der Batterie dabei? Nein. Ich. Das sagt er jetzt, legt sie in die Leiche rein. Leg sie in die Leiche rein. Wir schon über den Regen. Hallo, ich bin doch kein Duracell-Hase. Ja, Kero, hattest du unten die diese Batterie-Ding angezeigt? Wo Batterie? Wenn du das in die Hände genommen hast, hat er unten so ein Batteriesymbol angezeigt? Bei Hände? Nein. Okay, dann ist da ist auch keine drin. Ich weiß. Warte, geh mal weg, jetzt kann ich hier Defili-Dingsmus machen. Kannst du das? Okay, alles. You cannot use a Defibrillator on a dead person. Warte, geh mal weg, ich versuch mit Epinephrin. Nee. Doch, wir müssen ihn wiederbeleben, das geht, 100 pro. Gecheckt kann ich jetzt machen. Oder Epinephrin, gecheckt ist wahrscheinlich mir selber, oder? Ja. Ich geh mal einen Totenbeschwörer holen, Moment. Komm schon, wir kriegen den wieder ins Leben. Ich drück jetzt mal hier. Drück dem alles, was du hast. This item must be in your hands to do this. Okay, das klingt ja schon mal so, als könnte ich damit irgendwas machen. Ja, jetzt so? Verbratet, scheiße, dann, das ist doch Blödsinn. Epinephrin brauchst du doch nur, wenn der Fuß ist. Da, apply Epinephrin, kann ich bei dir machen. Mach jetzt, mach mal. You cannot give Epinephrin to a dead person. Scheiße. Ja, ich bin bewusstlos, das ist halt das Problem daran. Mich hat okay. Das ist halt nur komisch, dass ich diese Nachricht jetzt nicht mehr. Also deinen ruinierten Dings kann ich dir in deine Leiche wieder machen. Nee, nehm mir mit, der geht trotzdem noch. Okay. Nicht, dass man sich am Schluss selbst schockt, wenn der voller Arsch ist. Läufst du auf einmal bis da? Oh, warte mal, vielleicht müsst ihr noch mal ausmachen, wenn er jetzt... Nicht, dass er die ganze Zeit die Batterie verbrät. Also noch liegst du hier, André. Ich... Oh, ein neues Spiel beitreten. Wie so eine Trauerfeier hier gerade. Ja komm, werd jetzt den Kompass weiter nach Osten, nach Nein. Westen, zack, zack, zack. Es kann nicht. Wir brauchen doch noch was zu essen, oder? Nein. Jetzt ist er weg. Ja. Wolltest du jetzt nicht echt die Leiche achsen, oder? No? Bist jetzt echt, reicht's nicht, wenn du mich tötet? Du musst auch noch Leichen schänden. Oh nein, oh nein. Nein. Weiter, oder? Da. Wo bin ich? Ja, mal gucken, wo André vorne ist. Ja, hol ihr mal Pö ab, das ist. Ich hab's, glaube ich, auch bis seinen Rucksack geschossen, der sieht auch schon ziemlich im Arsch aus. Ja, fuck, ja, der Rucksack war im Arsch. Lauf mal vor, bitte, ja? Ich bin östlich von der Lenkung. Doch, Alter, das ist die richtige Richtung. Dann müssen wir nach Süden. Hat die noch Kompass? Hol mal her, Kompass. Lass mal bis zum nächsten Ort weiterlaufen und dann orientieren. Das ist eine ganz schöne Energie. Kompass? Ich hol den Kompass mal raus. Ah, hol die doch raus. Wir laufen mal schon nach Westen. Ist doch richtig. Nach Westen, ich hab gedacht, jetzt. Ja, erstmal zum nächsten Ort und aus diesem Wald raus, oder beziehungsweise bis zu einer Straße und dann. Laufen wir nach Südwesten. Aber so zwischendurch. Also Pö und Daniel, also ihr habt beide noch die Wahl. Ihr könnt jetzt auch einfach den Channel verlassen und zu zweit weitermachen. Das ist vielleicht mehr überlegen. Ich Leo? Nicht auf meine Schuld. Ich bin Sniper. Einmal bin ich derjenige, der André? Ja? Wie funktioniert denn das Bipod? Weil ich baue da mal gerade mein besseres rein. Ich habe nämlich noch ein besseres gefunden. Einfach Rechtsklick im Menü und dann kannst du es dran bauen. Rechtsklick im Menü und dann ist Attach. Dann kannst du. Und das macht dann genau was? Wenn du es sehen, dann wackelt der mehr. Gar nicht. Ja, cool. Hier ist
Hier ist nur Wüste, wo ich bin. Ich glaube, du bist in Sackrabatt. Hier ist gar nichts, auf das Gras hat auch auf einmal gehört. Ich glaube, du Kartenrand. Dann bist du am Kartenrand. In welche Richtung bist du gelaufen? Nach links oder nach rechts? Ich bin nach rechts von der Straße weggelaufen. Dachte so, ich gehe jetzt ins Landesinnere. Aber irgendwie. Vor wie vielen Stunden war das? Also, wenn du keine, keine Texturen mehr hast, dann bist du auf jeden Fall am Straßenrand. Oh. Ja, nee, Texturen habe ich ja schon noch, nur das Gras hat auf einmal aufgehört. Ja, ja. So, und jetzt werde ich gleich bestimmt wieder ohnmächtig, weil ich nichts zu tun habe. Ja, mach nichts, dann spawnst du neu oder guck mal, vielleicht spawnst du ja bei mir irgendwo in der Ecke. Wo ist denn der Leo jetzt hin? Genau, hinter uns. Ach, willst du nicht vor mir laufen, oder? Lass Lukas bitte vorne weglaufen. Oh, was ist das hier? Achso. Ey, Lukas, hättest du mich getroffen, dann wäre ich so sauer geworden, weil ich einfach die letzten Stunden damit zugebracht habe, in die Richtung zu gehen. Ich würde es auch jetzt verstehen, wenn der André jetzt hier fett den Rage abziehen würde. Ja, ich bin auch erstaunt, dass er so ruhig ist. Ich glaube, ich werde es nicht. wir sind doch fast in den... Ach nee, das ist Cher... Hä, lol? Mach mal halt. Mogilevka. Wenn er östlich von Elektro ist und wir in Mogilevka sind, dann muss er nach Nordwesten laufen. Wir bleiben in Mogilevka. Oder wir gucken uns dieses Dubiki nördlich von Cherno an. Problem ist, ich habe keinen Plan, wo er jetzt hier genau Norden ist, oder? Oder doch? Wo bist du denn? Warte mal. Norden ist rechts von uns, Norden ist rechts von uns. Rechts im Blick Richtung ist Norden. Ja, und Wir schauen gerade Richtung Westen. Hier muss doch Mogilevka vor uns sein, oder? Ja, ist Mogilevka, da komme ich, da hier war ich auch schon mal. Da hinten sehen wir ja schon heute. Ja, genau, da, das heißt, wir sind jetzt westlich von Mogilevka und wenn wir jetzt nach Süden gehen, kommen wir nach Priorotki an. Das heißt, wir müssen jetzt nach Südosten laufen, nach Pustoschka und dann sind wir nördlich von Elektro. Südosten, hier lang. Ich bin gerade in dem östlichen, in dem ersten Dorf, was nach Elektro kommt. Nach Elektro oder vor Elektro? Ja, also östlich von Elektro ist. Okay, na dann müssen wir Richtung Süden. Boah, ja, das ist halt, das schon fast wieder nach umdrehen, ey. So krass. Nein, du hast doch östlich von Elektro hast du doch ein paar, weiß nicht, einen halben Kilometer, ist doch das erste. Jetzt laufen wir in die Richtung, wo wir herkamen. Nee, Südosten. Nicht direkt, aber wir laufen. Ich habe gerade irgendwie eine Lichtveränderung gesehen. Ja, es ist dunkel geworden. Ah ja gut, jetzt laufen wir fast schon nach Osten. So. Ihr könnt ruhig weiter Richtung Westen laufen eigentlich. Warum? Wir laufen jetzt Richtung Südosten. Wenn wir dich einsammeln können, du kannst... warum läufst du eigentlich nicht nach Elektro und holst hier aus der Fire Station wenigstens irgendwie an, die Sache? Ich bin ja auf dem Wichtel. Aha. Ne gut, dann laufen wir jetzt nach Süden, oder? Ja, das tun wir doch gerade. Oh, ein Spieler. Wo? So. Der ist ja bei uns, Leo. Alter. Ja, aber es war gerade trotzdem so dieser... Oh, ein Spieler, da... ist bei mir immer gleich Alarm. Ja, der läuft schon einfach an mir vorbei, ich hock mich hin, der sieht mich nicht. Also müssen wir jetzt echt nach Südosten, um nach Elektro zu kommen. Ich glaube doch eher nach Süden. Wir müssen jetzt... Wenn wir jetzt 45... Wenn wir jetzt 40 Grad rechts laufen, müssen wir nach Elektro kommen, ist so meine Schätzung. Hier. Ich laufe jetzt nach Süd-Südost. Lukas ist der wandelnde... das wandelnde GPS. Genau. Weil die Waffenlizenz haben sie mir jetzt abgenommen. Jetzt muss ich. Als Strafe müsstest du eigentlich jetzt deine 4 abgeben. Nee. Versuch's mir abzunehmen. Da, dann bleibt mal stehen. Lukas, ich hab Handschellen. Wir haben keine Schlüssel mehr. Mal schauen, wer den anderen schneller fesseln kann. Nö, Handschellen funktioniert. Das Lustige ist, Lukas tötet sich auch, bevor es überhaupt merkt. Ja. So schnell ist er. Ja, schneller als mein Kopf. Schneller als dein Verstand. Das fällt doch fast in die Kategorie, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. Genau. In Elektro stehen jetzt außerhalb riesige Hochhäuser. Mit ganze Bagage davon. Und, wow. Ich laufe gerade so gemütlich über die Wiese. Warte mal, bei Elektro? Wird vor mir. Bist du vielleicht in Cherno? Nein. Ich sehe von hier. Du hast doch östlich von Elektro hast du doch diese
ich sag mal, diese, ja, diese Kurve, diese Rechtskurve. Und da ist doch auf der Ostseite ist doch der, dieser, Hey, ich glaube, wir sind gerade nördlich von den Lexbos, was diese die Straße Factory, hier angeht. Dieser Bau mit dem Kran. Hey, das ist nördlich von Elektro, wir müssen nur der Straße folgen. Nein. Du verwechselst gerade was, Lukas. Du denkst gerade, wir sind in der Nähe vom Popederdamm. Nee. Popederdamm, ich meine den anderen. Topolka. Nein, ja, genau, es kommt trotzdem nach dem noch ein anderer. Ja, genau. So, bleib mal, wenn du diese Straße, da wo ich hingucke, runtergehst, ja, dann musst du nach rechts und dann kommt Elektro bei der Firestation raus. Genau. Ja, genau. Wir müssen aber nach Cerno, er ist in Cerno. Ich bin in Cerno, nicht in Elektro. Oh, okay. Wollte ich nämlich gerade sagen, Hochhäuser und ja, rechts. Genau. Alles gut. Lauf weiter nach Westen. Möchte ein also, Zombie? Nach Westen. Jetzt. Ja, dann müssen wir uns jetzt kurz mal neu orientieren. Da war rechts ein Karnickel, also ist alles gut. Da müssen wir jetzt nach Südwesten und nicht nach Südwesten. Ich hab gelbe Kette. Und durch. Lauf mal nicht unbedingt weiter. Ja, ist aber schon Ja, denn.